Hallo Leute und herzlich willkommen zu Life is a Game mit dem David. Und ja, auf Facebook hat die Abstimmung gewonnen, dass wir mit Eintracht Frankfurt eine Karriere starten sollen. Ich habe hier schon mal alles erstellt, die Testspiele habe ich alle übersprungen, dass wir direkt zum ersten Bundesligaspiel kommen, und das ist gegen Hertha BSC, und dann fangen wir direkt mal an. Ja, unseren Kanal gibt es seit ein, zwei Tagen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Hier ein paar Skillspiele. Ja, nicht wirklich gut getroffen. Sobald, ja, genau das war jetzt. Sobald wir das überspringen können, machen wir das. Seien Sie herzlich willkommen im Olympiastadion. So. Frank Buschmann und Manni Beugmann sagen guten Tag. Der Hertha BSC hat Anstoß. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Verteidigung. Martin Ballerich, jetzt haben wir es hingekriegt. Und ich muss noch immer so den Einstellungen gucken. Ich glaube, mein Bruder oder so hat hier die, ja, genau, hier die Schussstärke und sowas umgestellt. Das ändern wir eben mal ganz schnell. Alles wieder auf 50. Oder, ah, nee, so kann man das ja auch Standard einstellen. Genau, genau, so. Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserstein. Ben Hatira. Jetzt Ben Hatira. Außen. Versucht er durchzukommen. Bleibt gut dran. Er kommt aber durch. Und der Torwart macht einen großen Fehler. Egal, wir haben es geklärt jetzt. Eigner. So, jetzt wieder Rode. Schöner Pass auf Inouye. Inouye versucht. Guter Pass auf Rode. Weiter auf Inouye. Jetzt eine Flanke in die Mitte. Naja, das sagt der andere Spieler. Vielen Dank. Weiter wieder auf Rode. Jetzt wieder mal zurückpasst. Abseits. Ich wollte ihn gar nicht rahmen, ich wollte ihn ganz weiter nach oben. Ja. Das Set sieht es ja eigentlich relativ ganz gut aus. Ja. So, jetzt. Oh, schnell. Heiligen. Gut gemacht, Zambana. Auf die Null wieder. Rode. Schwegler. Ja, da kommt der Alex Meyer. Zwischen. So, das. So, diesen ja, Pass konnte keiner der Kollegen ja, kriegen. Ja, unser erstes Video, was da noch kommt. Das ist auch unser Interesse, ein Video mehr, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, von der Videoqualität bzw. von der Qualität passt alles. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Über Verbesserung freuen. Hier der erste Schuss und fast ein Tor. Ja. Ja, wie der und Ball ich bin der David. Durch die eigenen Reihen läuft. Ich habe hier noch einen anderen Partner, ist der Janis. Und ich mache halt die Karriere in Frankfurt. Da. Jetzt beeilt euch mal! Da ist ein schöner Konter drin. Guter Pass. Ja. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Meier. Jetzt. Kadlitz. Nicht ganz so happy spot. Lustenberg. Jung, oh, guter Pass. Eigner kommt dann noch da hin. Jetzt greift er halt. So, jetzt greifen wir sofort wieder direkt an. Meier. Leon. Alex Meier. Oh. Balleroberung im ja. Mittelfeld. Frankfurt ist jetzt die beste Mannschaft, aber es ist meiner Meinung nach interessanter, mit so einfachen, nicht so starken Mannschaften zu fahren wie bei München oder Dortmund, weil da wird es einfach zu langweilig. Und hier sich mit der Mannschaft am Ball zu arbeiten, ja, das Spieler zu kriegen, ist schon ein bisschen interessant. Ja. So, der hat jetzt eine Ecke. Gut, oh. Die erste Stolz von seinem Gegner. Gar nicht mal so schlecht. Aber schlecht von uns. Bisschen schlecht. Es ist hier wirklich deutlich zu erkennen, das ist eine einstudierte Standardsituation. Siegplatt-Torwart, jawohl. Ab, das ist gut. Jetzt schnell nach vorne. Ohne. So. Ramos. Oh, guter Pass, aber abseits zurück. Er ist einfach haben wir nochmal Glück gehabt. Und zwar ins Abseits. Erstmal nach vorne. Ja, das war ja klar. Ja, den Punkt. Auch gar nicht schnell wieder, weil es ja anscheinend. Oh, ich bin mal auf den Schiri gespannt. Der Schiedsrichter, der muss ja wohl Ahnung haben. Blanken schlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Wieder gute Chancen. Und, ja.
wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich uns das Training nicht geschafft. Deswegen wird jetzt Trainer bei Frankfurt werden. Deswegen habe ich das mal direkt gemacht. Ich hoffe, es gefällt uns. Jetzt wieder angeführt sein Gegner. Wir kommen irgendwie gar nicht richtig nach vorne. Aber jetzt vielleicht ein bisschen laut. Das sieht nach einer guten Torchance aus. War wieder nicht gut. Mal gucken, ob wir heute unseren ersten Sieg, Niederlage oder Unentschieden im ersten Video kriegen. Sieg wäre natürlich gut. Aber mal schauen, was uns erwartet. So, Jung mit der Flanke in die Mitte. Kopf kommt. Wieder nicht genau da, wo der Flankenball hinkommt. So, jetzt müssen wir wieder verteidigen. Jetzt haben Barne und sieht den Ball. Aber verlieren wir gleich wieder. Jung holt sich den bestimmt. Ah, schade. Passt. Meier, jawohl. Jetzt schöner Pass auf Tablets. Und Achtung, wir haben ihn geschaut. Hat wieder nicht ganz so geklappt, wie es wollte. Ben Hatira jetzt am Ball. Eigentlich gut zum Ball zu holen, macht er auch ganz gut. Jetzt kommt er da aber nicht mehr hin, aber schöne Grätsche, Eigner. Auf Cutlabs. Oh, da kommt er mit seinem Kopf dazwischen. Das gibt's doch nicht. Vielleicht wäre ein ganz normaler Pass besser gewesen, aber. Wir machen das. Ramos. Gutes, schnelles Passspiel. Den haben wir uns geholt. Und sofort wieder verloren, wie immer. Oh, und jetzt kritisch. Ramos und Trapp macht das gut. So, wurde jetzt ganz schnell nach vorne. Schön, Meier. Sehr schön, wie er sich freiläuft. Eigner. Über die Außen. Verliert den Ball. Und so, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Naja. So, Freistoß ausgeführt auf Ramos. Jetzt schon wieder in den Kopf, was ist denn mit den Leuten los? Jetzt haben die wieder eine gute Chance. Ramos. Das war nicht so ein Grätschen. Ich hab nicht mehr ein Grätschen mehr, ne? So, Jungen, jetzt nach vorne. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Das ist so ungenau für uns zur Zeit. Und dann was wir machen. Halbwegs gut, dazwischen war er nicht gut genug. So, Inui. Wenn jetzt die Flanke noch gut kommt. Holt sich den Ball. Ja, Abstoß. Lieber so, als dann, dass der Gegner gleich einen Ball kriegt und eine Ecke kriegt. Oder direkt eine Flanke einfach mit dem Tor schießt. Pekarik. Oder so. Alles gut. Wenn ich irgendwelche Spieler falsch ausspreche, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wie man diese ganzen Frankfurt-Spieler hier so ausspricht. Und, deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal. Dann tut mir leid, wenn ich ab und zu gleich huste, ich bin leicht erkältet. Aber das wird sich, denke ich mal, in den nächsten Tagen wieder verbessern. Achtung, hier waren sich vielleicht was wieder unsere guten Fehlpässe, aber gut verteidigt hinten. Jetzt ein Steilpass, der wieder nicht ankommt. Ah, ganz knapp dran vorbeigelaufen am Ball. 0:0, das ist das Ergebnis zur Pause. Es hat bis jetzt eigentlich relativ gut geklappt, zumindest der Verteidigung angeht nicht ganz so gut. So, es steht 1-1 bei Hoffenheim gegen Nürnberg und 2-0 bei Leverkusen. Freiburg und Dortmund steht 0-0 gegen Augsburg bis jetzt. Ja, wir haben weniger Ballbesitz, beide einen Schuss und wir haben sogar einen Schuss aufs Tor. Naja, hoffentlich werden das jetzt mal ein paar mehr. So, macht und dann geht's in den zweiten Durchgang. Das war blöd von mir. Naja, so Listenberger zieht den Ball zurück, macht das gut. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt den? Und wir machen das schlecht gerade in der Verteidigung. Unsere eigenen Spieler rennen sich um. Und das klappt hinten gerade auch nicht wirklich was. Was ist denn mit unserem Spieler? Der hat doch keinen einzigen Kopfball wirklich. Da liegt er frei, wunderbar. Ich hab's zumindest nicht mitgekriegt. So. Alex Meyer. Ramos und Abseits. Abseitsentscheidung korrekt. Haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, gute was ein Übersicht. Im richtigen Moment ist er am aber richtigen Ort. Es wird alles wieder gefährt. Alles gut. Schwegler. Ein schöner. Ja, aber nicht so schön. Aber jetzt Cutlets. Ah. Schade. Und jetzt kommt er noch dran.
Nee, das war wichtig, wie er eigentlich ganz gute Chancen, ein bisschen schlecht verwertet von uns. Hoffentlich kriegen wir gleich noch ein paar gute Chancen, dass wir wenigstens einen 1:0 machen. Und jetzt haben wir uns über außen und nicht vorbei und Abschluss für uns. So, kurzer Pass auf Zipka oder wieder ausgesprochen hier, keine Ahnung, ich bin dafür entschuldigt. Eine wichtige Ball, ich mache keine hohen Bälle mehr, das bringt gar nichts. Und die gewinnen kein Kopfballduell. Das ist aber nicht schlimm, wir machen das eben alles hier mit ein bisschen rausspielen. Dann halt ein schönes das Tor. Jetzt Flanke, Ramos und Trapp mit dem wunderschönen Gegner. Naja, das mache ich ja eigentlich. So, Kadlec hat sich den Ball geholt. Nee, das. Das ist alles nicht gut, jetzt langer Pass auf Kadlec. Gut mitgespielt, er wieder mit entscheidenden Moment dazwischen. Ja. Ein Glück. Rode. Zucker. Meier. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Da. Jetzt frei. Und jetzt versuchen sie sich zu machen. Nein, sie spielen halt oben auf die Außen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Oh, Hertha BSC also wechseln, gucken wer da kommt. Rode, jetzt Kadlec. Da komme ich durch, schön Grätsch vom Gegner. Da hat kein Mitspieler eine Chance an diesem was Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich? Großer Fehler von mir. Der Trainer hat sich entschieden, heute gehen. Kein Risiko einzugehen. Der ist uns. Noch nicht wieder ganz hergestellt. So. Was macht der? Ja. Jetzt also die Auswechslung. Das gute Recht des einfach wie Trainers, nochmal was Neues Pass auszuprobieren. Da kann man nicht ändern. Doch noch den entscheidenden Treffer. So. Jetzt Rode. Verliert den Ball sofort wieder. Trappelt den Ball. So, Kopfballduell. Boah, der erste, den wir gewonnen haben. Und der nächste Fehlpass, den wir sind ja heute ganz, ganz wenige. Die wollen jetzt das Führungstor, ohne Frage. Schon die 66. Minute. Soll dabei mithelfen. Und ja, Situation bis jetzt wurde klappt noch geklärt. Nicht wirklich viel. Und immer wieder diese Fehlpässe. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. So, jetzt vielleicht. So, Schwegler. Auf Kadlec. Der kommt aber nicht dran, schade. Schöner Pass, leider kam er nicht hin. Gute Chance wieder. Und wieder ein verlorenes Kopfballduell wie immer heute. Ja, das Spiel besser. So, und jetzt nochmal nach vorne. Jetzt vielleicht, jetzt komm, Kadlec, komm. Schön, jetzt der Schuss. Ah, kommt er nicht zum Schuss, kam der Gegner noch. Mit einer Grätsche dazwischen und jetzt direkt der Konter von den Gegnern, aber wir unterbrechen ihn und laufen selber nach vorne. Machen wieder, wieder einen Fehlpass und dann macht Kadlec auch noch einen ganz, ganz komischen Ballannahme. So. Der Schiedsrichter wird erstmal abgeschossen. Ah, jetzt. Oh, Ding. Ja, okay, dann müssen wir mal Koffer machen. Jetzt haben wir unser zweites Kopfballduell, was man nicht eigentlich. Was man eigentlich gar nicht Kopfballduell nennen kann, weil man ja alleine da stand. Und ja. 76. Minute, steht auf 0-0. Es kann doch nicht sein, dass es jetzt hier nur ein Unentschieden gehen wird. Ich weiß gar nicht, auf welche Schwierigkeitsstufe ich das gestellt habe, aber ich wollte es ja nicht so einfach machen, dass es zu langweilig wird. Es muss ja auch ein bisschen anspruchsvoll werden. Nicht, dass wir einfach auf Amateur oder so da durchmarschieren, Erster werden und Ende. Das wäre langweilig. So, Eigner, Benatia, Flanke in die Mitte und nein, 1-0 für den Hertha BSC. Das ist so geil. Macht das Tor. Wir liegen 1-0 hinten im ersten Ligaspiel. Fängt ja gar nicht so gut an. Schöner Trick, aber leider hat es nicht ganz geklappt. So, wir nehmen den Ball zurück und jetzt. Wir müssen das jetzt machen. Oh, was weiß man dazwischen? So, schön. Jetzt nach vorne. Alles nach vorne. So, wir stellen jetzt auch sehr offensiv. Wir müssen jetzt alles nach vorne. So, genau, jetzt. Ah, da kam der kommt immer dazwischen. Diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans, das könnte entscheidend sein. Guter Verteidiger anscheinend, so wie es aussieht. Ja, gut dazwischen. Ja. Ist ein Einwurf von 84. Minute. Ich glaube, das war es jetzt für uns. Stellen wir mal auf Konter. Vielleicht schaffen wir wenigstens auch einen Unentschieden. Das füllen wir aber wenigstens ein paar Pausen zu nehmen. Jetzt ins Tor!
Jetzt kommt wieder in die Mitte, ja, Kopfball gewonnen, schön. Jetzt nach vorne, Cutlets. Jetzt. Oh nein, wieso verlieren wir den Ball immer? Und jetzt. Komm. Meier. Jetzt. Oh, wieso sind das solche dummen Pässe? Oh, der Torhüter macht da ganz, ganz gefährlich. Ich dachte, wir können uns den. So, und jetzt. Was war denn jetzt schon wieder? Abseits, oder? Er ist einfach zu früh gestartet. 89. Minute, Leute, ich glaube, das war's jetzt. Es sei denn, wir haben jetzt. Jawohl, Meier, jetzt so, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich. Jetzt, schöner Pass auf Eigner. Eigner, der kommt schon wieder nicht zum Schuss. Das war ja eigentlich die beste Chance jetzt in diesem Spiel. Und wir verwerten die schon wieder nicht. Das gibt's doch nicht. So, jetzt schnell Einwurf hier. Nochmal vielleicht die letzte Chance für Eigner. Uns. Mal gucken, ob es vielleicht jetzt einmal mit dem Kopf klappen wird. Wer kann sich jetzt durchsetzen? Hat nicht geklappt und jetzt ist wahrscheinlich auch das Ende hier. Jetzt wird geklärt und gleich gibt es genau jetzt den Abpfiff. Ja Leute, lief nicht so gut im ersten Spiel. Ich hoffe, das steigert sich in den nächsten Spielen. Ja, das ist mir auch ein bisschen früh, aber auf der anderen Seite wünschst du dir natürlich alles. Alexander Meier nicht mit einer Niederlage ist Man of the Match wieder auf der Hälfte. Also da muss was nicht das Beste ist. Und ja. Es war spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es eine Niederlage war. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und